Einen schönen guten Morgen euch allen. Strahlender Sonnenschein, minus 1 Grad, grob 7.30 Uhr morgens in Deutschland. Ja, die Leute, die hier öfter vorbeischauen, werden jetzt hier die Umgebung grob kennen. Das ist so mein Startbereich, wenn ich hier in dieser Richtung unterwegs bin, um erstmal aus der Stadt zu kommen, von dort aus. Und wenn ich in diese Richtung fahre, dann geht es immer hier durch die Felder erstmal, um heute das grobe Ziel Naturschutzgebiet Pöppelsche und Umgebung mal anzufahren. Mal schauen, ob das auch alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Da jetzt gerade auf dem Fahrrad ist es doch schon sehr frisch. Da ist man schon ganz dankbar darüber, diese Bufftücher zu haben und was so dazugehört. Weil man ist ja eigentlich eher ein bisschen zügig unterwegs, um sich warm zu fahren. Umkehrschluss, viel Fahrtwind, viel Kälte. Ich stelle die Kamera gerade mal hier hin. Ich hoffe, das funktioniert so und die stürzt nicht wieder ab. So sieht's aus. Das Wetter ist herrlich. Ich habe wieder meine dicke Jacke an, Mütze auf, Halstuch, die guten Winterhandschuhe. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Ihr seht, es gibt hin und wieder jetzt mal was von mir zu sehen. Wenn auch hinter verschlossenen Tüchern. Aber Schritt für Schritt geht es in die Richtung, dass ich mich auch mal zeigen werde. Zumal es ja eh im Moment viele Änderungen gibt, was so mein Alltag, mein Leben angeht. Und auch das werdet ihr hier so nach und nach erfahren, wenn ihr regelmäßig reinschaut. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Gucken, was noch an Tieren zu sehen ist. Vorhin hatte ich schon Eichhörnchen, was vor mir hergerannt ist auf dem Radweg und dann mit einem Satz auf dem Baum verschwunden ist. Ein paar Hasen, ein Fuchs habe ich gesehen. Also der Morgen ist schon gut gestartet. Ich würde sagen, bleibt dran und schaut, was da noch so kommt. Hier vor mir sieht man schön die Kirche von Erwitte. Man hört so ganz leicht die Bundesstraße dort und hat einen herrlichen Blick Richtung Paderborner Land, da am Horizont, wo man auch die Windräder gut sehen kann, glaube ich. Es ist schon ein Genuss. Ich bin jetzt bewusst langsamer unterwegs, weil der Fahrtwind, ich sag mal so gefühlt ab 20 km/h, doch sehr frisch ist. Aber ansonsten ganz klasse. Ein richtiger Genuss. Und dank Corona, ihr seht hier die Bundesstraße 55. Normalerweise ist die wirklich sehr stark befahren. Aber im Moment doch weniger, was ich persönlich sehr angenehm finde. Mittlerweile befinde ich mich in Erwitte, fahre aber nur so am Rand hier durch. Aber das Schloss wollte ich auf jeden Fall noch mal kurz zeigen, weil das schon schön ist. Leider nur jetzt hier durch den Weidezaun, deswegen ist der Wald ein bisschen im Weg. Aber auch dazu gibt es ja schon ein Video hier auf dem Kanal. Ich glaube, die drei Schlösserrunde oder so habe ich das genannt. Oder so ähnlich. Hier sind schon die Biomäher am Arbeiten. Und dort sieht man im Grunde schon das Naturschutzgebiet Pöppelsche. Der Wald am Horizont. Bis hierhin ist so, ich würde sagen, eine gute halbe Stunde. Und die Weite hier kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Gefühlt kommt hier jetzt bis zum Paderborner Land nichts mehr. Natürlich sind da die ein oder anderen Dörfer und Städte zwischen. Aber man könnte das Ganze hier alles sehr gut umfahren, so dass man im Grunde nur in der Natur unterwegs ist. Und auch dann hier morgens die Gänse noch sieht. Erkennt ihr die? Ich zoome mal gerade ein bisschen.
So müsste es besser gehen. Im Hintergrund ist die Zementindustrie natürlich auch zu sehen, in die Richtung dort. Aber das blenden wir jetzt mal aus. Weil auch von der Zementindustrie aus entstehen hier, naja, mehr oder weniger interessante Gruben. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, es ist toll, dass sie das so machen, weil letztendlich ist es auch irgendeine Art von Raubabbau. Aber das Ganze zeige ich euch jetzt gleich mal, was ich meine. So ein bisschen kann man es ja schon erahnen. Das ist der Bereich, den ich meinte. Die Steinbrüche hier in der Region, die nachdem sie mehr oder weniger abgebaut sind, auch wieder verfüllt werden. Ich denke hier zum größten Teil mit Naturstoffen. Mir ist aber auch bekannt auf der anderen Seite, dass da irgendwas unter Folien gelagert wird. Ob das letztendlich auch noch zugeschüttet wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Das Wasser, was man dort sieht, ist, wenn man näher rankommt, natürlich so schön türkisfarben. Das hat schon was. Also man möchte am liebsten mal rein. Aber so ganz ungefährlich ist das ja in diesen Steinbrüchen auch nicht. Deswegen sollte man das eigentlich vermeiden. Wie weitläufig das Ganze ist, kann man, glaube ich, nur so grob erahnen. Aber dort hinten sieht man oberhalb des Steinbruchs mal einen LKW fahren, wie klein der ist. Wahrscheinlich kaum zu erkennen für euch. Naja, jetzt geht es erstmal weiter in die Richtung. Ich hoffe, das Wetter hält sich noch ein bisschen. Es soll nämlich so zum Mittag ein Regengebiet hier durchziehen. Aber dort vorne wird es jetzt schon ganz schön dunkel. Ich hoffe, dass ich dem entkommen kann. Ich habe nämlich heute nichts eingepackt, was Regenschutz angeht. Aber immer positiv denken, alles wird gut. Man hat mir neulich gesagt, Sie müssen das so sehen, es geht immer weiter, auch wenn rückwärts und bergab, aber es geht weiter. Fand ich irgendwie schon wieder auf eine bestimmte Art lustig. Von dieser Seite kann man gut erkennen, da steht ein Bohrer. Und zwar dort. Und so links daneben seht ihr ja so helle, ja, fein, ja, Staubhaufen, sage ich mal. Wie soll ich es nennen? Halt diese, wenn man bohrt, was überbleibt. Das sind die Bohrungen für die nächsten Sprengungen. Da kommt das Sprengmaterial rein, um dann von der Wand wieder Material zu lösen. Mit der Industrie im Hintergrund hat man vielleicht ein Gefühl dafür, wie groß diese Flächen sind. Das ist schon beachtlich. Und auf der gegenüberliegenden Seite dasselbe Bild. Und das wird sich hier auch mehrfach wiederholen, mal größer, mal kleiner. Auch da wird abgebaut, wenn auch im kleineren Rahmen erstmal, weil das Material anscheinend was anderes ist wie auf der gegenüberliegenden Seite oder andere Qualität. Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin gerade an diesem Gestrüpp und Schutthaufen vorbeigefahren und konnte dahinter noch einen Weg entdecken. Und hier steht auch kein Schild, man darf nicht durch oder Privatgelände oder sonst was. Und daher werde ich da doch mal eben reinfahren. Hier gab es sogar mal einen offiziellen Weg, wie ihr vielleicht noch gut erkennen könnt. Und deswegen fahre ich den jetzt mal durch, bis an diese Abrisskante von dem Steinbruch. Da hat man nämlich auf der linken Seite von mir schön riesige Wasserfläche schon entdecken können. Ich will mal schauen, ob das da vorne noch besser geht.
dieses kleine Stück werde ich jetzt das Fahrrad mal stehen lassen und hier reingehen, um doch mal einen Blick zu riskieren. Ja, man kann schon ein bisschen was erkennen. Zu der anderen Seite vielleicht nicht so gut, aber dieses hier ist noch mal größer als der erste Steinbruch, der da hinten war. Ja, hier durch das Gestrüpp jetzt nicht so sehr viel zu sehen, aber schöne Blüten. Da unten kommt ein LKW. Mal schauen, ob der vor die Linse kommt, damit man mal wieder so ein Verhältnis von der Größe hat. Ne, der hat leider nur gedreht in dem Bereich, wo ich nichts einsehen kann. Ich werde die Kamera mal nur hochhalten und hoffe, dass die Aufnahmen was geworden sind, weil hier durch, man sieht wirklich nicht viel, aber das ist wunderschön. Ihr seht ja die Strecke hier geradeaus bis fast zum Ende und hier ganz runter und weiter bin ich immer noch an diesem großen Steinbruch, der nur einmal getrennt ist durch eine Straße, damit die LKWs Zufahrt haben zu linken und rechten Seite von diesem Steinbruch. Ansonsten wäre das hier alles ein riesen Arenal. Aber hier zur Linken sind sie noch nicht im Graben. Und da sieht man das schöne Leuchten der Rapsfelder schon. Und hier natürlich die Warnschilder wie immer. Betreten des Steinbruchs verboten, Absturzgefahr. Eltern haften für ihre Kinder. Jetzt werde ich diese lange gerade Straße verlassen. Hier auf Höhe dieses Rapsfelds, was ich euch gerade gezeigt habe. Und dann geht es hier weiter Richtung Pöppelsche. Und das Erste, was man sieht, hier kommen irgendwelche Idioten extra rausgefahren, um hier Müllsäcke zu entsorgen. Mit Laub und Steinen drinne. Erstmal, wenn ihr doch nur so kleine Tütchen habt, dann schmeißt doch zumindest in eine öffentliche Mülltonne an Bushaltestellen oder Ähnlichem. Da wird euch keiner einen Strick draus drehen. Ansonsten kann man das auch über Biotonne oder Restmüll entsorgen. Das sollte doch echt nicht das Problem sein. Gerade diese kleinen, ja, 15 Liter Beutel waren das vielleicht. Die passen doch in jede Mülltonne. Dort rennt gerade ein Reh weg. Ja, jetzt bleibt es schon wieder stehen. Ich halte mal kurz an, um das Ganze ranzuzoomen. Das war wirklich hier mehr oder weniger neben mir schon. Bloß bis ich die Kamera raus habe, sind die natürlich immer flott unterwegs. Gleich 100 Meter weiter. Ja, jetzt schaut es selber. Was macht der Typ mit diesem schwarzen Drahtgestell? Warum fährt er nicht weiter? Weil er einfach fasziniert ist von diesen schönen Tieren. Seht ihr diese Sprünge? Ist doch klasse, oder? Von hier, wenn vielleicht auch nicht so gut zu erkennen, hat man jetzt einen herrlichen Ausblick hier Richtung Soesterbörde. Dann geht es da hinten weiter Richtung Münsterland. Dann ja, hier Richtung Gütersloh. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Dann Weserbergland, Teutoburger Wald. Bis hin, was jetzt leider schon in den Wolken ist, das Paderborner Land dort hinten. Da hinten rennen wieder die Tiere. Ach, und da ist wieder das Reh. Ist ein Stück hinterher gerannt. Weiter nach hinten Richtung Autobahn, die man da im Hintergrund vielleicht erkennen kann, stehen auch noch Rehe. Tja, schon eine schöne Ecke hier. Was mir gerade auffällt, ich habe gerade den zweiten Akku schon drin und selbst der blinkt nur noch auf einer Linie. Ja, irgendwie ein Problem mit den Akkus, ob ich die das letzte Mal nicht geladen habe. Also falls ich irgendwo jetzt gleich mal abgehackt werde, einen Akku habe ich noch, dann versuche ich es damit zu retten.
hier beginnt die Pöppelsche. Und das ist das Naturschutzgebiet. Pöppelsche Tal nennt es sich. Entschuldigung, ich kenne es nur unter Pöppelsche. Wo zum Beispiel der Neuntöter, Feuersalamander oder etliches an Pflanzen heimisch ist. Und das nennt sich hier das Pöppelsche Tal, das Trockental am Haarstrang, falls das mal jemand googeln möchte. Es wirkt gerade noch ein wenig trostlos. In den 70ern war das hier so ein typisches Trimmlichtfahrtgebiet. Aber jetzt fahren wir mal mit dem Rad rein. Ja, leider auch hier unheimlich viel abgeholzt. Ihr seht den Blick, es ist recht kahl. Ich kenne es nur als dichtes Waldgebiet mit einer schönen Wanderhütte, wo man auch mal ein Lagerfeuer machen konnte. Aber das hat sich zum größten Teil hier, glaube ich, auch für einige Jahre erledigt. Das Ganze als dichten Wald erleben zu dürfen, weil man kann echt von einer Seite zur anderen durchgucken. Man kann aber sehen, dass zumindest versucht wird aufzuforsten. Und zwar größtenteils hier in der Mitte mit Buchen und das andere kann ich noch nicht erkennen, was das werden soll. Könnten aber Richtung Linden oder irgendwie sowas gehen, Eichen. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Das ist wieder einer von den Wegen, die ich mehr mag. Ein bisschen schmaler, ein bisschen bewachsener. Was es hier immer noch gibt, sind diese alten Betonmülltonnen. Sollte man mal drüber nachdenken, ob man die nicht wieder einführt. Die stehen hier schon seit 30 Jahren, glaube ich. Weil ich war so ziemlich das letzte Mal vor 30 Jahren hier. Außer mal so dran vorbeigeradelt oder sonst was, aber nicht hier drinne. Und an die Tonnen kann ich mich noch gut erinnern. Und was ja hier für die Region auch üblich ist, dass an jeder Ecke irgendwo ein Kreuz am Wegesrand ist und dann so kleine Tafeln dabei. Mein Frieden gebe ich euch, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Kreuzerhöhung 1979. Jetzt bin ich im hinteren Teil der Pöppelsche Zufahrt, nenne ich es mal. Ihr könnt da durch die Bäume vielleicht schemenhaft erkennen, da ist direkt die A44. Und dieser Parkplatz hier war schon früher so ein Punkt, wo alle ihren Müll immer entsorgt haben. Ich wollte mal rumfahren, um zu schauen, ob dem immer noch so ist. Ja, ganz eindeutig. Eigentlich schade, wenn sich das einmal so eingebürgert hat irgendwo, dass dem dann auch immer weiter so getan wird. Was mir jetzt neu ist, hier dieser Trampelpfad, bin ich natürlich neugierig und gehe auch mal kurz gucken. Da kommt man direkt unter die Autobahnbrücke. Für die Sprayer und so natürlich eine tolle Fläche. Und finde ich auch okay, dass die genutzt wird. Also ist meine persönliche Meinung. Hier stört es keinen groß. Und ansonsten, selbst das Bauwerk an sich, finde ich, hat so seine schönen Sachen oder Seiten. Ist ganz interessant hier so mit diesen Spannungsseilen, die da durch sind, wenn die Brücken arbeiten. An den Pfeilern erkennt man auch diese Puffer, die dann mitschwingen und die Schwankungen von solchen Bauwerken ausgleichen. Aber letztendlich ist es doch eine nervige, laute Autobahnbrücke. Wo ich verstehen kann, dass Leute, die da dran wohnen, durch dieses Klack, 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 Klack an den Brückenansätzen natürlich unheimlich genervt sind. Ja, ich würde jetzt eigentlich noch diesen Weg, den ihr dort seht, runterfahren, um unten an diesen Bach zu kommen. Aber der Bach ist
komplett trocken, wie man dort, glaube ich, ganz gut erkennen kann. Daher werde ich mir diese Holperstrecke darunter ersparen, weil die mit diesem schmalen Trekkingradreifen eher unangenehm ist und nicht mehr zu sehen wäre als jetzt von hier auch. Ja, ich finde, hier ist noch mal so ein kleines, relativ schönes Fleckchen Erde. Da drüben sitzen die Enten am frisch gepflügten Acker. Ah, ja, jetzt fliegen sie. Und trotz der Algen hier im Wasser finde ich es farblich eigentlich ganz schön mit den einzelnen Schilf, was da schon wächst. Und wollte mich hier von euch verabschieden. Das war's mit dem Video. Es geht schon wieder Richtung Mittag. Und wie immer mache ich mir Gedanken, was ich gleich essen werde. Aber das soll heute nicht mehr Thema sein. Ja, mir hat die Runde gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Ich war jetzt unterwegs mit diesem Rad hier, was ich mir gebraucht über dieses Kleinanzeigenportal für ganz, ganz kleines Geld jetzt geholt habe. Das ist meine Rahmengröße. Da kann ich erstmal mitfahren, bis ich irgendwas anderes mal finde, weil das ja jetzt schon mal, wie angesprochen, mit Corona und Fahrradhändler recht schwierig ist. Fährt sich ganz gut. Ist einfache, aber grundsolide Ausstattung. Fährt, bremst, lenkt und ist bequem. Das ist die Hauptsache. Ansonsten, Telekom hat sich auch geklärt nach einigen Wochen jetzt. 3 Wochen waren es knapp. Naja, ist nicht so lange. Da musste ja die Hauptleitung zum Haus neu gemacht werden. Und zack, stand ein Techniker vor der Tür. Jetzt habe ich auch wieder Internet. Das heißt, mit den Videos geht es auch demnächst vernünftig weiter. Ja, soweit so gut. Ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Wie ich das immer so schön sage. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus.